eine absolute Tragödie in Frankfurt. Hier ist heute Morgen ein 13-Jähriger unter eine Straßenbahn geraten und wird dabei tödlich verletzt. Der Junge wollte wohl noch schnell über die Gleise im Bereich der Haltestelle. Die anrollende Straßenbahn konnte dann aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fasst den Jungen, der gerät unter die Tram, wird eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle. Vor Ort ist jetzt unsere Bildreporterin Jessica Vierlei dort an der Unfallstelle. Jessica, was genau hat sich dort heute Morgen abgespielt? Ja, es müssen tragische Szenen gewesen sein, wenn man sich das mal hier vorstellt. Mir geht mir auch ziemlich nah. Ich habe selbst einen kleinen Bruder, der ist 13. Deswegen muss ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. Es sind jetzt zwar noch nicht irgendwie Blumen oder Kerzen ausgelegt worden. Es waren aber vorher noch ein paar Ermittler vor Ort, die dann natürlich hier geschaut haben, Fotos gemacht haben von der Stelle, wo das passiert sein soll. Auch sie wissen noch nicht genau, wie es passiert ist, ob er sich beeilt hat und noch schnell zur Tram wollte, weil er zu spät für die Schule war. Das ist jetzt alles noch Gegenstand der Ermittlungen. Man weiß nur, dass es 7.40 Uhr war, als der Junge auf dem Schulweg von der Straßenbahn hier erfasst wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Auch die Schuldfrage muss wohl noch geklärt werden. Wir haben gerade noch gehört, dass der Junge wohl die Fußgängerampel genutzt haben sollte. Was weißt du darüber? Auch noch nicht viel. Das ist halt jetzt die Frage und auch Gegenstand der Ermittlungen. Das wird jetzt herausgefunden, ob die Ampel grün war und er einfach ganz normal über die Gleise gelaufen ist. Ob das die Schuld des Lokführers war oder ob der Junge nicht richtig geguckt hat. Tragisches Unglück dort, der Tod eines 13-Jährigen, der von einer Trambahn erfasst wurde. Jessica Vierlei, vielen herzlichen Dank für deine Informationen.